So, und damit willkommen zurück bei Gwent Beta. Ja, und ich habe mir jetzt mal eben schnell so ein bisschen mein Deck erstellt, beziehungsweise bearbeitet. Mal eben kurz gucken. Ja, denn dem geben wir mal eben schnell einen Namen, sehe ich gerade, weil ist ja bekloppt. Geht das überhaupt? Habe ich das denn? Erdienst, Namen bearbeiten. Das müsste das sein. 26 Karten habe ich da rein getan. Dann nennen wir das mal. Geht das mit? So, so. Ja, alle, die natürlich mit Yu-Gi-Oh! Aufgewachsen sind, wissen ganz genau Bescheid. Yugis Wahl. Ich glaube, ich habe es sogar falsch geschrieben. Yu-Gi-Oh! Müsste das, glaube ich, sein. Egal, wir nennen das erstmal Yugis Wahl. Oh nein, viel besser. Wir machen noch so einen kleinen russischen Akzent rein. Yuris Wahl. Yuri! Komm rüber! So, Yuris Wahl. Und damit machen wir jetzt eine Runde. Wenn wir damit gewinnen, ne? Machen wir mal so einen Deal. Wenn wir damit gewinnen, wird meine Karten, mein Kartenpack mein Leben lang, also bei Gwent natürlich, Yuris Wahl. Oder auf jeden Fall wird der Name Yuri drin vorkommen müssen. Irgendwelche letzten Worte. Irgendwelche letzten Worte. Estet esse creasa. Genau, würde ich jetzt auch sagen. Hat er natürlich direkt eine Runde auf Russisch gesprochen. So, gucken wir mal schnell an. Den Hexer habe ich dabei. Den nehme ich. Ja, genau. Den Nebel könnte ich mit denen kombinieren. Da brauche ich nur eine von. Die ist ganz geil. Das ist auch gut. Boah, was nehme ich denn dann? Ich glaube, ich nehme. Ich lasse. Weil die. Boah, ich brauche diese Kombination. Vielleicht sage ich einfach nö. Will er eine nicht goldene? Ich weiß nicht, verringe. Ja, das schon, die sind schon ganz gut, die Karten. Zack, komm. Guck mal, die Karten waren so gut, ich musste nicht wechseln. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hoffentlich. Bin ich mal gespannt, wie wir das. Okay. Weißt du was? Dann gehe ich dann erstmal hier ein bisschen. Ja, da muss ich ja mit dem Nebel so ein bisschen gucken. Machen wir das mal so, komm. Wir lassen den ein paar Karten ausspielen. Guck mal, wenn ich gewinne, wie war nochmal die Fähigkeit? Eine nicht goldene Karte oder eine beliebige? Jetzt hat er eine von meinen Karten weggehauen. Jetzt mache ich mal. Ich weiß nämlich nicht, ob der das hat, deswegen mache ich jetzt mal einfach Nebel. Ich habe mir jetzt keine Karte mehr, die mit Nebel. Oh, die werden hergerufen. Ja, gut, jetzt passt der wahrscheinlich. Warten. Ich könnte versuchen, die zu züchten mit der Züchtkarte. Aber der saugt ja alle meine Karten weg. Was soll die Scheiße? Überlegen wir mal schnell. Was machen wir? Ich würde gerne noch eine Karte einsetzen. Nee, die hebe ich mir auf. Was mache ich denn? Ich komme nicht mit einer Karte. Ich muss mehrere Karten dann ausspielen. Seine Karten bleiben dann bestehen. Es sei denn, der Nebel wird doch dann. Ich hoffe, seine. Komm, machen wir mal. Ich passe jetzt einfach mal. Einfach mal versuchen. Wir müssen uns rantasten. Ich denke, das wird ist eine vernünftige Sache, jetzt mal eben zu passen. Hat jetzt die erste Runde gewonnen. Natürlich. Das war klar. Das ist ja asozial gewesen, ey. Dass auch noch die zufällig da bleibt. Naja, kann man nichts machen. Ich hasse Portale. Ey, Junge, ey, das sieht nicht gut aus. Mit denen kann ich jetzt nichts anfangen, deswegen. Scheiße, ey. Nicht gut. Nicht gut, Leute, nicht gut. Wenn der Nebel ausspielt, dann hat der zum Beispiel 3 von den Goblins. Ich glaube, die werden auch aus dem Friedhof geholt. Und ich habe nur 2. Das ist schon mal auch ein Nachteil. Ja, läuft bei dem, ey. Boah, übel.
Okay, dann wählen wir mal die Reiter aus. Krass, warum kann der so viel von meinen Karten zerstören, ey? Das ist ja richtig abgefuckt, ey. In einer Einheit auf deiner Schlachtfeldseite die Stärke einer anderen Einheit absorbiert. Erstelle eine Kopie der Krabbenspinne. Habe ich noch nicht ganz gerafft. Aber der wird jetzt auf jeden Fall jetzt Vollgas geben. Der wird alle seine Karten reinstecken. Ich hätte vielleicht die Golems setzen sollen, bevor der hier immer wieder meine Karten zerstört. Nebel, jetzt kommen die Goblins. Und was mit meinen? Wow, einer. Sehr gut. Scheiße. Er hat 14 mehr. Ja, bei dem läuft's gut. Aber ich habe noch einen Ass, würde ich jetzt nicht sagen. Widerstand ist zwecklos. Genau, was dann mach mal so. Zieh mal dem mal eine Karte ab. Wie domiere ich dir? Ich muss züchten. Ich muss züchten, weil sonst habe ich ein Problem. Ja, klar, ey. Das ist doch echt der Hammer, ey. Ich glaube, der weiß jetzt Bescheid. Der kann das nämlich sehen, wenn ich das so mache. Geil, jetzt habe ich noch eine Karte, mit die mit 1 rüberkommt. Ey, das kann doch nicht sein. Er zerstört ja alle meine Karten. Der mit der Front kann da ohnehin zwei goldene Karten vorne. Ja, sicher, Alter. Sicher, ey. Ey, das ist ja richtig mies. Das ist nicht dein Tag. Ja, ist wirklich nicht mein Tag. Da hast du recht, ey. Wahnsinn. Ja, toll. Bringt mir wahnsinnig viel. Also ich weiß echt nicht, was... Ey, das ist ja richtig mies, Mann. Das ist richtig abgefuckt. Ja, verloren. Geil. Heftig, ey. Nächste Runde verloren. Ja, hat der gut gespielt. Muss ich diesmal sagen. Hat er mal alle meine Karten zerstört. Ah, heftig, heftig, heftig. Ja, okay. Wenigstens muss ich dann nicht mein Leben lang dieses Ding, das Kartendeck wählen. Ja, ich weiß nicht, gegen was für Leute ich da jetzt direkt gezockt habe, aber das ist ja mal richtig mies, ey. Wie viele Minuten waren das jetzt? Habe ich jetzt gar nicht, leider nicht im Auge. Schnell gucken. Ja. 8 Minuten 30 wurde ich jetzt abgezogen. Hoffen wir mal, dass die nächste Runde besser läuft. Ja, toll. Ganz toll. Der geht einfach raus. Da kriegt man sogar eine Belohnung für. Sehr toll. Ach so, macht, guck mal, der geht die ganze Zeit wieder raus und dann schickt er dir hier XP und sowas. Hier ist richtig verstanden, da versucht er so zu boosten. Angret! Finde ich beschissen. Irgendwelche letzten Worte. Ja. So, den Nebel. Nebel, komm. So. Okay, die sind ganz gut. Die werden auch vom Nebel abgefuckt. Deswegen. So. Ich kann ja mal gucken, wo der bleibt. Vielleicht kommt auch mal jemanden, so ein Gegner hier, der noch nicht seit gestern 9 Uhr schon noch am Zocken ist. Sondern mal jemand auf meinem Niveau. Oder ich habe einfach scheiß Karten. Keine Ahnung. Oder ich bin schlecht. Könnte ich auch sein. Komm, machen wir direkt mal ein bisschen Action hier.
Wer hat den Mumm, gegen die Wildkarle zu kämpfen? Hä? Hä? Immun gegen Frosteffekte. Hm. Guck mal, falls er irgendeine Karte hat, um meine zu zerstören, dann ich hoffe, das tut er. Mit den Kronen. Mach zu. Ja, da kann jemand pushen. Geil. Ich muss mal gucken, wie man sich hier neue Karten verdienen kann. So, ich spiele auch mal direkt meine Belagerungskarten aus. Was ist da für eine Mucke im Hintergrund, ey? Du hast das Herz eines Ankret. Was? Die sind jetzt beide hier verringert. Wenn die jetzt beide kombiniert sind, ne? Ah, der zerstört dann nur den Achter. Ich gehe mal auf Belagerung. Wenn nochmal was kommt, dann zerstören wir die stärkste Einheit. Aber die sind nicht zusammen, ne? Hä, warum wird denn die Stärke verringert? Boah, da vibriert der Controller erstmal richtig laut. Ja, kann ich auch. Was du so kannst, das können wir auch. Ich hab noch den Geralt, habe ich noch. Genau, 23, genau das wäre der richtige Zug dafür, um zu passen. Mal so. Ich habe jetzt noch eine Statuskarte, die das Wetter entfernt. Was war das? Zerstörerkarten hier. Der könnte jetzt mit einem Nebel, könnte er mich jetzt komplett fertig machen. Mit einem abgefuckten Nebel. Ich hab Schiss, dass er jetzt einen spielt. Wir werden dir immer folgen, bis ins Feuer! 28. Jetzt muss ich überlegen, welche Karte spiele ich aus? Ich spiele... Stirb, du Wurm, genau. Du Wurm. Wir spielen jetzt alle unsere Karten aus und es läuft ja wahrscheinlich darauf hinaus, wie die Karten gezogen werden. Ah, scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich nur eine Wetterkarte. Ja, bringt ja alles nichts, ne? Eine Karte habe ich noch. Wenn er jetzt noch welche in Angriff setzt, dann habe ich verkackt. Schon wieder. Okay, das muss es gar nicht heißen. Wenn ich gerade überlege, stell dir mal vor, der kriegt zwei Statuskarten bei der nächsten Runde. Also zieht zwei Statuskarten. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Ja, geil. Verkackt. Ja, genau das ist es. Wenn der jetzt zwei Statuskarten ziehen würde... Ja, ist ja gut. Verloren. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Habe ich nicht. Es fuckt mich mega ab. Ah, toll, wenigstens bleiben die Karten da. Ja, wenn ich jetzt gute Karten ziehe, dann... Ja, super, aber... Ja, ich kriege jetzt hier nicht so die besonders dicken Karten. Ja, toll, habe ich auch. Ich bin mal gespannt. Jetzt muss ich gucken. Es bleibt ja wieder nächste Runde, würde auch wieder eine Karte von mir draufbleiben. Ich muss gucken, was er jetzt spielt. Wenn er keine guten Karten gezogen hat, dann habe ich noch eine Chance auf den Sieg. Die Kuh würde mich nächste Runde auch weggehen. Das heißt, ich spiele nächste Runde einfach meine Wetterkarte aus. Also kann damit die Runde halt ein bisschen künstlich strecken, dass der wieder eine Karte setzen muss oder passen muss. Verbeugt euch vor Modron Freya. Na geil, der kann sich jetzt wieder einen aussuchen. Neun, ja. Ja. Damit das, das war's dann wohl, ne? Das war's dann wohl.
Scheiße, ey. Irgendwelche letzten Worte. Ja, jetzt hat er noch den Geralt raus. Genau, ganz ehrlich, ey. Ey, Junge, Alter, das läuft ja richtig geschmiert, ey. Ey. War ein tolles Spiel. War der Hammer. Guck ich mal, laden. Fass öffnen. Ich will jetzt hier kein Fass aufmachen. Komm, machen wir mal auf. Ach, ein Kartenfass, das habe ich, glaube ich, bekommen. Das ist ja geil, das ist ja dieser Troll. Tada! Warte, erfülle die Karte. Kann ich mir die aussuchen? Also, muss ich hier, bin ich hier beschränkt? Was ist mit dem los? Wieder eine Karte. Der ist da richtig drauf, der Kollege. Möchtest du diese Karte wirklich behalten? Die anderen beiden werden zerstört. Oh, na komm. Setzen wir mal auf den Monster. Ich bin ein Monster. Weiteres Fass öffnen. Na klar, wenn du mir eins gibst. Okay, ich muss das kaufen. Hier kannst du Fässer kaufen. Für jede Art Menschen. Ah, sehr gut. Was wollt ihr sagen? Jetzt möchte ich überhören. Ahoi, Menschenfreund. Ahoi, hoi. Guck mal. Mit. Wollte gerade sagen. Oh ja. Guti, gut. Ja. Auch nicht schlecht, ey. Ja. Für diese Runde, das waren ja sogar zwei Runden, ja, die ihr jetzt bekommen habt. Deswegen verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Da gibt es auf jeden Fall noch was. Ich gebe nicht auf, bis wir mal endlich mal ins Spiel reingekommen sind. Es ist jetzt leider erstmal so, dass ich mich einstimmen muss. Ich verliere jetzt erstmal. Ist okay, ich verliere gerne. Also, ich bin überhaupt nicht Competition. Also, ist genau mein Ding, verlieren. Nee, komm, wir machen auf jeden Fall nochmal, dass der Sieg da rausgeholt wird. Und dann irgendwann läuft es wahrscheinlich auch, wenn ich bessere Karten bekomme und. Ich weiß nicht, meine Karten haben wenig Fähigkeiten. Ich habe mal auch das Deck durchgeguckt und ich habe eigentlich die besten Karten so rausgepickt. Es kommt natürlich immer nicht nur darauf an, starke Karten zu haben, so sagen wir auch Hauptsache Heldenkarten mit Stärke und was ich, sondern auch Karten mit vielen Fähigkeiten. Ne? Also das mit dem Zerstören zum Beispiel ist ganz gut oder was gibt es noch, Verringerungen, Karten wieder einziehen oder die Spione. Die Spione waren immer, ich weiß nicht, ob sie auch noch gibt, aber die Spione waren immer ganz cool. Das waren, die setzt man beim Gegner ein und dann kann man zwei Karten ziehen. Damit kann man auch eine gute Passrunde schaffen, sag ich mal. Naja, genug erzählt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Peace.